Willkommen zurück zu Paper, nee, nicht Paper, Mario Maker. Und den beliebtesten Leveln auf sehr schwierig von dieser Woche. Los geht's mit einem Shell Jump Level. A Shell Warm-Up. Ja, das ist ja perfekt. Besser kann's doch gar nicht beginnen als mit einem Warm-Up. Werde ich den allerersten Shell Jump schaffen? Wird es mir diesmal gelingen? Zweifel stehen in der Luft. Achso, es ist gar kein richtiger Shell Jump. Noch schlimmer. Oh. Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man nicht genau sieht, wo die Wand ist, wo der Panzer wieder abprallt und zurückkommt. Nun gut, jetzt weiß ich's. Und schaff's trotzdem nicht. Im Ernst jetzt? Es liegt mal wieder nur am Indikator. Die sind immer schuld. Man kennt das. Ich sehe Schalter. Da will ich immer hin. Auch wenn mich Troll-Level auf was anderes vorbereiten. Mhm. Ich hätte da einen Kaizo-Block hingemacht. Ah! Okay. Das war einen guten Flow. Da kann man sich nicht beschweren. Ah, und jetzt? Jetzt darf man noch einen extra Shell-Jump machen. Und sich umbringen. Das war der erste echte, ich musste ihn versauen. Ah, hier geblieben. Ah. So, ich mach den jetzt. Da führt kein Weg dran vorbei. Und wenn ich hier noch 10-mal sterbe? Nein, tue ich nicht. Alles klar. Ja, das war okay, das Level. Aber für einen besten Listen-Level war es mir ehrlich gesagt ein bisschen zu langweilig. Aber es hat seinen Zweck erfüllt. Jetzt bin ich aufgewärmt. Cannonball Odyssey? Habe ich das nicht letzte Woche schon gespielt? Ist zwar kein Fähnchen dran, aber vielleicht ist es ein Re-Upload. Ja, wahrscheinlich, wenn es vom 3.12. ist. Sieht aber nach exakt dem gleichen Level aus. Fairly Precise Platforming habe ich auch schon irgendwann mal gespielt. Allerdings wahrscheinlich eine andere Nummer. Gebt man dem Ganzen mal eine Chance. Ist aber auch der gleiche Typ, der das andere Fairly Precise Platforming Level gemacht hat. Das war eigentlich ganz lustig. Weil es wirklich nur fairly precise ist und nicht übermäßig. Das hätte ich gar nicht machen müssen. Das ist nur ein Bonus. Ah! Da wird's auch schon präzise. Ja, dann lasse ich die 50er-Coin mal da, wo sie ist. Ja, die Piranha-Pflanzen-Hitboxen sind ja schon ein bisschen merkwürdig zum Teil. Besonders die von den Großen. Warum ist da ein Schalter? Ah! Ah! Ich lebe noch. Das war nicht gut. Lull! Und dass es ein Checkpoint wäre, das finde ich großzügig. Machen irgendwie noch Spaß. Normalerweise bin ich überhaupt kein Fan von einfach nur präzisen Sprüngen. Aber die hier sind wirklich interessant gemacht. Zum Großteil. Leben? Vielleicht sind die Hitboxen der Piranha-Pflanzen gar nicht so schlecht. Die wirken eher verdammt großzügig. Was steht da? Slow Clap. No! Ich hatte zu viel Zeit zum Nachdenken. Heppa. So. Bisschen höher. Das ist einfach nur ein Full-Jump. Man muss sich da gar nicht anstrengen. Danke für den langsamen Applaus. The Koopa Swamp Playground. Deathshot, von dem habe ich auch schon so viele Level gespielt. Inzwischen. Guck ich mir lieber mal das an. Team Jump. Munch's Frosty Domain. Klingt lustig. Ich bin immer noch Mario. Aber da ich den schon lange nicht mehr war, geht das in Ordnung. Das Face da oben. Es sieht irgendwie traurig und happy zugleich aus. Ah, ich habe nicht erkannt, was das ist. Ob das jetzt ein geschlossener Indikator war oder einer, der nach unten zeigt. Dann hätte man sich den auch sparen können. Tödliche Nasen!
Vor allem herrscht hier Eisphysik. Fällt mir gerade auf. Das muss ich vielleicht in meine Aktionen mit einbeziehen. Mhm. Juhu! Oh, das ist ja nice. Ja, das ist nur in Mario Maker schwer. Achtung. Juhu! Fast hätte ich versucht, auf dem zu landen, statt abzuspringen. Das Eis, ey. Man kommt einfach nicht vom Fleck. Man kommt nicht vom Fleck. Oder zu viel. Es macht einen wahnsinnigen Unterschied, ob man schon mit minimaler Beschleunigung landet oder ob man versucht, aus dem Stand loszulaufen. So viel Feingefühl fehlt mir. Holla! Sind die jetzt nur nicht richtig gespawnt oder ist der absichtlich ein bisschen weiter weg? Vielleicht habe ich mich nicht optimal bewegt. Nope, der ist extra ein bisschen weiter weg. Okay. Einfach ein bisschen Schwung holen. Lol, wie ich das nicht gesehen habe, dass da Plattformen sind. Okay. Und jetzt hat es die Augen geschlossen und schläft. Und schon ist es wieder wach und grinst mich an. Das hat ein gutes Feeling. Ich mochte das Level. Winter is Doomed von Doom Bongo. Es ist die verdoomteste Time. Was laber ich? Welche Zeit ist im Jahr 2020 nicht gedoomt? Das ist eher die Frage. Wow. Die Kunstschalter, zwei Schalter nebeneinander zu verpassen. Die wollte ich hier gerade mal schnell demonstrieren. Darf ich ausruhen? Finde ich immer nett. Also das Thema des Levels ist eindeutig, ne? Knochenpanzer und Galumbas. Jetzt wäre ich fast in den Reihen, weil ich dachte, es wäre ein Trampolin. Nein, schon wieder? Wieso? Wie kann man das schaffen? Wieso bin ich so gut darin? Das wäre eine Sache, in der ich lieber nicht so gut wäre. Ja, das ist irgendwie so aufgebaut, dass das so passiert. Da muss man sich gar nicht mal anstrengen. Ich bin also doch nicht gut darin. In dem Moment, wenn man hier... Ja, das ist fies. Wenn man hier abspringen muss, weil man automatisch einmal aufbobbt, sobald man in den Panzer reingeht. Und dann kann man nicht springen. Muss... No! Jetzt habe ich nur drauf geguckt, dass ich den Schalter treffe. Was ist los mit mir? Am Schluss kommt noch eine Up-Pipe. Oh nein, keine Fallschirme. Alles klar. Mhm. Ist das irgendwie wahnsinnig genau, was man hier machen muss? Wie soll ich denn da hochkommen? Pass auf, ich versuche was anderes. Ich versuche mir das zu schnappen. Geht das? Das geht auch nicht, oder? Ich weiß wirklich nicht, wie ich da hochkommen soll. Es muss eine Möglichkeit geben, den Panzer irgendwie zu kriegen, oder? Ja, ich denke, das ist es.
Das war halt so knapp. Mit einem perfekten Sprung aus dem Panzer raus. Hätte man es vielleicht auch schaffen können. Ich darf was sehen. Das ist sehr nett. Heute kommt aber wieder alles zusammen. Wieso ist das so gemacht? Herr Levelersteller? Mhm. Das war jetzt mal ein Beispiel für ein an und für sich gutes Level, das ich aber irgendwie nicht mochte. Ich kann nicht genau den Finger drauf halten, aber es war irgendwie nervig. Es hat mich genervt. Bust and Reused. Ein weiteres Team Jump Level. Buzzy Bouncing in a Random Yoshi Section. Klingt nach sehr viel Unterhaltung. Source Power? Kommt mir auch bekannt vor. Habe ich, glaube ich, auch schon mal in den letzten Wochen gespielt irgendwann. Die Kreuzchen machen nicht gerade viel Hoffnung. Bum Bum ist eingesperrt. Das arme... Ah, da kommt doch noch was. Sehr spät, aber es kommt. Das heißt, ich möchte hier ein bisschen voraus. Diesmal kein Indikator. War das der, der random einfach mal die Indikatoren auslässt? Oh. Panik. Panik. Dieses tiefe Glockengeräusch. Ich mag das. So, Yoshi. Jetzt darf ich ihn versenken. What? Wieso funktioniert das so gut? So, was war jetzt hier nochmal mein Problem? Das war mein Problem. Wie nice! Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss gar nichts machen. Lag aber auch daran, dass er einen mal nicht so viel Momentum kontrollieren lässt wie die meisten anderen. Ja, musste jetzt nicht so hart hin und her steuern. Knapp am Weltrekord vorbeigeschrammelt. Naja, 2 Sekunden ist jetzt nicht so knapp. Aber für ein Casual Attempt kann sich das doch sehen lassen. Winter Skies. Heute ist Team Shell und Team Jamp am Start. Bass. Sieht hübsch aus und passt in die Jahreszeit. Man kriegt hier immer saisonal angepasste Level serviert. Was? Ich habe einen Koopa in die richtige Richtung gestoßen? Das kann nicht sein. Und dann sowas. Ha. Okay. Ich hoffe einfach mal, hier passiert was Cooles. Oh! Da oben. Fast noch hängen geblieben. Checkpoint überm Regenbogen. Hm. Sehr hübsche Deko. Wolkenthema ist eines der hübschesten. Und vor allem hat es die Mario World Athletic Theme. Da kommt richtig Ultra-Star-Feeling auf. So, jetzt direkt wieder rüber. Mhm. Was wäre das denn für ein Lappensprung? Aber es geht nicht höher. Naja, bei dieser Art von Trick, von Panzersprung, kann man nie höher abspringen. Das verwirrt mich jedes Mal. (lacht)
Ich bin vorrangig an die Ranke gegangen. Und Déjà-vu. Ah, das wird nicht reichen. Da braucht man ein bisschen mehr Schwung nach vorne. Das ist immer das Hauptproblem bei diesen Rückwärts-Shell-Jumps. Dass man halt zurücksteuern muss und dann auf einmal keinen Schwung mehr hat. Was war das denn? Mario, beruhig dich. Wahrscheinlich hat er das gehört, was ich gerade gesagt habe und dachte sich, okay, dann schmeiße ich ihn jetzt einfach dreimal so fest. Coole Sache. Oh, es ist nicht Super Mario World. Da kann man solche Sachen nicht machen. Also nicht das richtige Super Mario World. Sondern nur ein Imposter, der so gleich aussieht, aber sich komplett anders spielt. Mario, warum machst du das? Wo hast du die Armstärke her? Guck mal, wie kurz deine Ärmchen sind. Ja gut, aber er kickt halt, ne? Das ist das Problem. Er kickt den Panzer mit seinen Superhelden-Beinen, die er durch jahrelanges Goomba-Stampfen trainiert hat. Okay. Dann stelle ich mich da mal drauf ein. Das war knapp. Ich hatte mich fast schon aufgegeben wegen dem Spike da unten. GG. Sehr spaßig. Weiter geht's. Was haben wir noch zur Auswahl? Das ist echt so, ja? Je weiter man runtergeht in der besten Liste, desto interessanter wird's. The Castle Formulation 2.0. Und das japanische Zeichen Te. Diesmal gibt es überhaupt keine Beschreibung, außer Team Jump. Dann ist das wahrscheinlich das Team Jumpeste Level von allen. Was steht da? A9? Oh oh. Ah ah. Da habe ich was ausgelassen. Ist immer interessant zu sehen, welche Art und wie oft Indikatoren benutzt werden. Ja? Jeder hat da so einen eigenen Stil. Da wäre jetzt zum Beispiel so ein doppelter P-Switch-Block normalerweise oder zwei Münzen. Aber in diesem Fall ist da gar nichts. Und dadurch... Was war das denn? Kunstvoll selbst gesniped. Nee, das macht man hier nicht. Ich bin ja eigentlich eher ein Freund von weniger Indikatoren, ja, dass man auch ein bisschen selber nachdenken muss. Das mag ich eigentlich. Wenn alles vollgeklatscht ist mit dem Zeug, dann kommt man sich irgendwie so vor, als würde man ein Automatik-Level spielen. Kann ich meine Indikatoren wieder haben, bitte? Ja, was ist jetzt hier beim letzten Mal schiefgelaufen? Zum Beispiel der, diese Schiene, die jetzt da in so einem Bogen nach oben gezeigt hat. Was hätte die mir denn anzeigen sollen? In welcher Weise hat die mir gezeigt, dass ich das da machen muss? Mhm. Oh oh. Ah. Ah. Trampolinchen? Ich war schon dran vorbei. Ist echt cool gemacht. Ach, der Swamp kommt nicht nochmal. Mhm. Ist ja fast immer so. Jetzt fängt er auf einmal mit den Indikatoren an. Ich höre ja schon auf. Ich höre ja schon auf. TJ ist am Start. Ich bin so verwirrt. Ich bin heute einfach zu verwirrt. Mhm. Das ist, denke ich mal, wieder ein Doppelter. Der bleibt da stehen. Fast wäre ich da hingesprungen, weil das aussah wie ein Safe Spot. Das will ich haben. Bleib bloß hier. Mhm. Und? Ach, da geht's gar nicht rein. Das ist einfach nur eine Münzdusche.
Aber immerhin noch Yoshi gerettet. Ausnahmsweise mal. Kaizo Christmas Dash. Bisschen früh, aber warum nicht? Heute ist ja auch der 6. Dezember, Nikolaustag. Wenn das Video rauskommt, nicht mehr, aber... Ich finde es übrigens auch witzig, dass die Level, die Kaizo im Namen tragen, meistens die einfacheren sind. Also zumindest von der Abschlussrate her. Habe ich die Klappe zu weit aufgerissen? Möglicherweise. Vor allem ist es ein 30 Sekunden Speedrun. Okay. Bum bum. Ich habe keinen Full Jump gemacht, ja, und das wird mir jetzt hier zum Verhängnis. Ey, die Hitboxen manchmal, da könnte ich sowas von reinreiern. So, hohe Sprünge. Und dann müsste das eigentlich auch passen. Es passt. Das nehme ich mal mit. Das Geschenk für Weihnachten. Oh, und Bum Bum hat gar keinen Job mehr anschließend. Was ist das? Hübscher Weihnachtsbaum? Irgendwie nicht. Mit sehr viel Fantasie vielleicht. Super Shell Speedrun. Noch ein Speedrun. Ja, aber solange sie im Bereich 2, irgendwas Prozent liegen, sind die eigentlich ganz in Ordnung. Ah, daneben. Fängt ja gut an. Immerhin hat er das professionelle Start-Setup, bei dem man auch tatsächlich von dem Trampolin getroffen wird, auch wenn man direkt losrennt. Weil man kann ja nichts im Anfangsbereich platzieren, das erlaubt das Spiel nicht. Wenn man das Trampolin... Was soll ich eigentlich machen? Wenn man das Trampolin dann einfach nur in der Luft platziert, dann kann man dem davonrennen. Man muss es also quasi mit so einer Mechanik auf Mario runterfallen lassen. Sieh mal an. Ich habe gar nicht realisiert, dass ich da durchrennen kann. Durch dieses lilane Gedöns da. Hoppla. Ja, das Geschenk ist nicht angekommen. Dang it. Das ist die einzige schwierige Stelle in diesem Level. Aber die ist nicht mal wirklich schwierig. Es ist nur schwierig für mein Hirn. Aber es ist das erste Mal, dass ich da hängen geblieben bin. Wahrscheinlich reicht's jetzt nicht mehr. Wir werden es nie erfahren. Ja, war jetzt nichts allzu Besonderes, aber war gut gemacht. Sky So Light. Kaizo ist ein Level von Panga, steht auch in der Beschreibung. Das dürfte allerdings eine leicht niedrigere Abschlussrate haben. Bin gespannt. Achso. Es hat auf jeden Fall zum Thema, dass man P-Switches aktivieren muss und dann rechtzeitig genug Distanz zurücklegen muss, damit man nicht in den Abgrund fällt. Mhm. Das war großzügig. Aber oh, das finde ich... Nein! Das finde ich an Pengas Leveln immer so nervig. Ja, du kriegst keine Vorwarnung, was du machen musst. Das sind immer 50.000 komische Balken, die einfach nur verhindern sollen, dass du irgendwelche Freiheiten hast, wie du die Sprünge ansetzt. Katastrophe. Oh, hoppla! Skyzo 88 war, glaube ich, eines der allerersten Level von Panga. In Mario Maker noch.
Und damals dachten alle, boah, wie kann man so ein schwieriges Level bauen? Das ist alles möglich in Mario Maker? Aber aus heutigen Standards ist es gar nicht mal mehr so schwierig. Weil er anschließend noch viel bescheuertere Sachen gebaut hat. Er lotet halt immer aus, was menschenmöglich ist. Okay. Kugelwilli. Was kommt da runter? Tschüss, Yoshi. Ich warte noch auf den Kaiserblock. Ich bin enttäuscht, wenn es keinen Kaiserblock gibt. Oh. Ja, netter Flashback. Natürlich kein Vergleich zum Original. Weder vom Aufbau noch zum, noch vom Schwierigkeitsgrad her. Aber ganz nett. Okay, Leute, dann verabschiede ich mich für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.